Moin, willkommen in Hamburg. In diesem Video stelle ich euch das neue Liniennetz der S-Bahn Hamburg vor. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wurde das bisherige Netz umgestaltet und vereinfacht. Statt 6 Linien gibt es nun 4, die S1, S2, S3 und S5. Bevor wir uns dieses Netz genauer ansehen, möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf das bisherige Netz anfangen. Bisher gab es die Linien S1 und S11 von Poppenbüttel bzw. dem Flughafen nach Wedel mit der Linienfarbe grün. Braun war die Farbe der S21 und S2 zwischen Aumühle und Elbgaustraße und lila die Farbe der S3 und S31 zwischen Pinneberg und Neugraben bzw. Stade. Die Linien mit der zusätzlichen 1, also die S11, S21 und S31, fuhren über die Verbindungsbahn, die mit den einstelligen Nummern, also die S1, S2 und S3, fuhren durch den Citytunnel, das heißt über Jungfernstieg und Landungsbrücken. Dabei waren die S11, S2 und S31 Verstärkungslinien, die vor allem in den Hauptverkehrszeiten fuhren bzw. in Zeiten mit hoher Verkehrsnachfrage. Die S31 fuhr nämlich auch tagsüber, um die besonders stark ausgelastete Strecke nach Harburg mitzubedienen. Und als einzige dieser Zusatzlinien fuhr sie auch in Schwachlastzeiten, dann aber mit einem verkürzten Linienweg, von Altona über Dammtor und Hauptbahnhof nach Berliner Tor und zurück. Sehen wir uns nun das neue Netz genauer an. Bei der S1 hat sich rein äußerlich nichts verändert. Sie fährt wie bisher von Poppenbüttel bzw. vom Flughafen über Jungfernstieg nach Wedel und sie hat auch weiterhin die Farbe grün. In den Hauptverkehrszeiten fährt die S1 ab jetzt öfter, das heißt, die Züge, die bisher als S11 gefahren sind, werden nun Züge der S1. Die S1 fährt also in den Hauptverkehrszeiten alle 5 Minuten über Jungfernstieg. Von Aumühle und Bergedorf fährt nun die S2 zum Hauptbahnhof und weiter über Dammtor nach Altona. Die S2 behält die Farbe braun, so wie braun auch bisher die Farbe der Bergedorfer Strecke war. Alle Züge fahren grundsätzlich über Dammtor. In den Hauptverkehrszeiten fährt auch diese Linie öfter. Das bedeutet, wer aus Richtung Bergedorf zum Jungfernstieg möchte, muss in jedem Fall umsteigen. Genauso müssen auch die Fahrgäste umsteigen, die von Poppenbüttel oder vom Flughafen aus zum Dammtor wollen. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein Nachteil. Allerdings musste man ja auch früher die meiste Zeit des Tages umsteigen. Die Direktverbindung von Poppenbüttel zum Dammtor oder von Bergedorf zum Jungfernstieg gab es nur während der Hauptverkehrszeiten. Wie bisher soll es auch jetzt möglich sein, am gleichen Bahnsteig zum anderen Zug direkt gegenüber umzusteigen. Die S3 behält in weiten Teilen ihren Linienweg bei. Sie fährt von Pinneberg über Altona und Jungfernstieg nach Harburg und Neugraben. Ebenso behält sie die Farbe lila. Neu ist ab Dezember 2023, dass alle Züge wieder in Neugraben enden, so wie dies auch vor Inbetriebnahme der Verlängerung nach Stade der Fall war. Das hat einen ganz wichtigen Vorteil. Die S3 ist damit eine Linie, die nur im Gleichstromnetz unterwegs ist. Die S-Bahn Hamburg fährt traditionell mit 1200 Volt Gleichstrom aus der seitlichen Stromschiene. Eine Ausnahme ist jedoch der Streckenabschnitt zwischen Neugraben und Stade. Hier fahren die Züge unter der Oberleitung mit Wechselstrom. Dafür werden 2 Systemzüge benötigt. Wenn nun die S3 immer in Neugraben endet, müssen auf ihr keine 2 Systemzüge eingesetzt werden. Diese können stattdessen auf der S5 fahren. Die S5 fährt ab dem 10. Dezember 2023 von Elbgaustraße aus über Dammtor und Hauptbahnhof nach Neugraben, Buxtehude und Stade. Alle Fahrten auf der Wechselstromstrecke nach Buxtehude und Stade sind also Fahrten der S5. Das hat einen weiteren wichtigen Vorteil, wenn wir einmal in die Zukunft schauen. Wenn in einigen Jahren die Strecke der AKN nach Quickborn und Kaltenkirchen elektrifiziert ist,
soll die S5 statt nach Elbgaustraße in Richtung Kaltenkirchen fahren. Auch dorthin wird eine Oberleitung mit Wechselstrom gebaut. Die S5 wird also eine Strecke der zwei Systemzüge werden. Die S4 taucht bisher in dem neuen Netz nicht auf. Sie ist allerdings schon im Bau, denn die S4 wird die Linie nach Ahrensburg und Bad Oldesloe sein. Wenn früher Züge auf dem jeweils anderen Weg durch die Innenstadt geführt wurden, wurden sie auch als Züge der anderen Linie bezeichnet. Als Beispiel seht ihr Aufnahmen aus dem Spätherbst 2023. Damals war der Citytunnel zwischen Landungsbrücken und Hauptbahnhof wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Züge zwischen Poppenbüttel und Wedel fuhren in dieser Zeit als S11 über Dammtor. Die Züge von und nach Harburg fuhren als S31. In den Hauptverkehrszeiten begannen und endeten viele von ihnen am Hauptbahnhof. Der westliche Tunnelabschnitt zwischen Landungsbrücken und Altona wurde von Zügen mit der Bezeichnung S2 befahren. Zum Abschluss seht ihr noch ein paar Aufnahmen aus dem neuen Netz. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.